Ich freue mich sehr. Patrick Wiegers ist bei uns wenige Tage bevor es wieder losgeht. Die Restrückrunde in der dritten Liga startet. Patrick, 24 Jahre, Sternzeichen Widder. Jetzt geht's wieder los. Freust du dich, dass es endlich wieder um Punkte geht in der dritten Liga? Ja, doch, auf jeden Fall. Für das haben wir jetzt 4 Wochen lang hingearbeitet und jetzt geht es dann ums Ganze. Und da freuen wir uns alle riesig drauf. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Wird das Wort mit dem Namen Aufstieg in den Mund genommen? Nicht wirklich. Und wir wollen einfach jedes Spiel angehen, als wäre es ein Endspiel. Und dementsprechend gehen wir da ja, mit großer Freude auch ran und wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Aber jetzt hier das große Ziel am Ende auszusprechen, das ist auch zu früh. Für das ist die Liga einfach zu ausgeglichen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir am Sonntag gut starten und dann geht es nächsten Samstag weiter. Du hast in deiner Karriere ja schon beides mitgemacht. Aufstiegskampf, Abstiegskampf. Ich denke mal, der Unterschied ist, beim Aufstiegskampf kann man was dazu gewinnen, beim Abstiegskampf nur verlieren. Ja. Absolut. In Regensburg war es ja auch so, dass wir mit einer sehr geringen Erwartungshaltung in die Saison gestartet sind und dann irgendwie so eine Euphorie entwickelt haben und uns mit einer ja, relativ unerfahrenen und von der Qualität her jetzt nicht berauschenden Mannschaft da oben festgebissen haben und zum Schluss dann aufgestiegen sind. Das war schon eine kleine Sensation. Und ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Man hat im Sommer nicht gewusst, wo es hingeht. Es hätte auch ganz schief laufen können. Aber jetzt haben wir uns oben ein bisschen festgesetzt und da wollen wir natürlich auch gerne bleiben bis zum Schluss. Ganz kurz eingehakt, weil du Regensburg erwähnt hast. Ihr seid ja damals mit Markus Weinzierl aufgestiegen. War damals für dich schon klar, dass der Weinzierl so ein Shootingstar der Trainerbranche werden könnte, was er ja jetzt ist? Ja, er war ein richtig guter Trainer, er ist ein toller Motivator, der wirklich aus wenig viel machen kann. Und das sieht man halt jetzt in Augsburg auch, dass er vielleicht nicht die besten Spieler hat, aber einfach immer eine Mannschaft formen kann und dann von Jahr zu Jahr besser wird. Und das hat er mit uns damals auch gemacht. Patrick, wie siehst du deine eigene Position mit Blick auf die Restrückrunde? Bist du vom Herausforderer jetzt zum Stammplatzverteidiger mutiert? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe immer mein Ding gemacht. Ich versuche mich im Training anzubieten und im Training meine Arbeit zu erledigen. Und wer dann am Wochenende spielt, das entscheidet sowieso der Trainer. Und jetzt ist es so, dass ich spielen werde und da versuche ich dann meinen Job zu machen. Und dementsprechend hat sich von der Einstellung nicht viel geändert. Aber die nächsten Monate werden schon entscheidend für dich auch mit sein, denn dein Vertrag läuft ja erstmal nur bis zum Sommer. Hat es da schon Gespräche gegeben? Ja, es gab mal ein Gespräch vor dem Winter, dass man da erstmal über den Winter hinaus weitermacht. Und jetzt muss man mal schauen, wie die nächsten Wochen so verlaufen. Ja. Man hat sich dann erstmal vertagt und wartet jetzt erstmal ab. Genau. Ins Frühjahr, guckt erstmal, wie es auch sportlich läuft. Genau. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass es dir hier in Dresden nicht ganz schlecht gefällt. Und du hast ja einen richtig guten Einstieg, sagen wir mal so. Ja, das ist absolut so. Mir gefällt es hier sehr gut, fühle mich sehr wohl. Bin super aufgenommen worden. Ist ja auch nicht selbstverständlich, mitten in der Saison neu zu kommen. Und das war auf jeden Fall top und fühle mich super wohl und die Stadt gefällt mir ja auch sehr gut. Der Einstieg mit den Spielen, speziell Cottbus, dann aber auch Osnabrück, war ja wie von 0 auf 100. Ja, kann man so sagen. Es war schon überraschend auch für mich, aber da gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Wenn man in eine stabile Mannschaft kommt, macht es einem auch das Ganze leichter, als ja, in eine wackelige Mannschaft zu kommen und dann vielleicht ein bisschen schlechter auszusehen. Die große Frage bei Torhütern ist ja immer, da kann nur einer spielen. Wie ist das Innenverhältnis zwischen euch drei? Wie versteht ihr euch? Ich würde sagen, sehr gut sogar.
Wir haben ein super professionelles, kollegiales Verhältnis. Wir müssen nicht die besten Freunde sein, aber wir können auf jeden Fall auch außerhalb des Platzes miteinander reden. Und ja, ich sehe das auch als Basis für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten, dass man ein gutes Klima hat. Und wir als Torhüter sind ja doch immer ein bisschen extra, auch auf dem Trainingsplatz. Und da sollte man schon ein gutes Klima haben, um ja, erfolgreich und gut arbeiten zu können. Den Eindruck hatte ich auch im Trainingslager in Spanien. Man versucht sich gegenseitig zu pushen. Und für dich auch, glaube ich, ganz wichtig, auch die Arbeit mit Thomas Köhler. Denn so Torwarttrainer warst du jetzt in Regensburg nicht regelmäßig gewohnt. Nein, nicht wirklich. Da war ein Torwarttrainer, der halt hauptberuflich noch was anderes gemacht hat und dann nur 2-3 Mal die Woche da war. Und dementsprechend ist das hier schon ein Riesenunterschied, wenn du mit einem Torwarttrainer arbeiten kannst, der jedes Training da ist und der dann auch mal auf einzelne Wünsche, die du anbringst, vielleicht auch eingehen kann. Und ja, das passt ganz gut. Hauptberuflich bist du Torhüter, nebenberuflich dann noch Elfmeterkiller. Wenn ich die Statistik richtig gesehen habe, hast du 5 der letzten 8 Elfer pariert. Weißt du auch zum Beispiel schon, wo der Münsteraner Mauri Bischoff am Sonntag hinschießen könnte? Nee, das weiß ich noch nicht. Von dem habe ich noch keinen Elfmeter so live gesehen. Aber ich verlasse mich dann auf meine Intuition vorm Schuss und wenn es denn so weit kommen sollte und versucht ihn dann zu parieren, es klappt natürlich nicht immer, aber vielleicht klappt es ja nochmal. Also da ist schon viel Intuition mit dabei, also nicht nur das zu wissen, wo der die letzten 5 Male hingeschossen hat, sondern das Gefühl, die Sekunde vor dem Elfmeter. Genau, also du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass der wieder dahin schießt, wo er das letzte Mal hingeschossen hat und deswegen, ja. Ist das schon ein Ticken Intuition, so die eine Sekunde oder so der Ablauf von dem Spieler, den beobachtet man vor dem Schuss und dann muss man einfach schauen, dass man die richtige Ecke erwischt. Vorbild habe ich gelesen, unter anderem Oli Kahn. Du wirkst aber sowohl auf dem grünen Rasen als auch jetzt hier, ich sag mal, na, nicht mal wie ein Mini-Vulkan. Kannst du auch so ausbrechen wie der ja, damalige Titan? Ich glaube, im Trainingslager hat man es vielleicht einmal ja, gemerkt. Ja, dass ich, das stimmt. Auch aus mir rausgehen kann, wenn mir irgendwas nicht passt. Und bin aber sonst sehr ruhiger Typ und auch eigentlich völlig entspannt immer. Aber es gibt halt so Kleinigkeiten, die mich schon aufregen können und ich dann schon auch mal lauter werde. Aber die Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und den Niederlanden wurden ja dann sofort eingeleitet. Es ist auch so, dass ich keinem böse bin wegen irgendwas. Ich versuche jedem durch meine Anweisungen nur zu helfen. Und da kann auch mal ein Wort dabei sein, das vielleicht nicht so toll ist oder nicht so richtig ist auch in dem Moment. Aber es soll der Sinn des Ganzen nicht vergessen werden. Und dementsprechend bin ich da nicht nachtragend und gehe vom Platz runter und wir können uns die Hand geben und alles ist wieder gut. Das ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Wenn Oli Kahn so mit ein Vorbild war, hast du dann früher als Kind auch in Bayern-Bettwäsche geschlafen? Habe ich. Also sind die Bayern schon der Verein gewesen, wo du gesagt hast, okay. Ja, das wurde mir so quasi in die Wiege gelegt. Ich hatte durch meinen Papa, der Bayern-Fan war, und ja, das ist, glaube ich, als Bayer ist man entweder Bayern-Fan oder 60-Fan so. Und deswegen war ich so ein Roter. Jetzt war es ja für dich in diesem Sommer oder im vergangenen Sommer eine richtig schwierige Situation. Vertrag ist ausgelaufen in Regensburg und auf einmal ohne Verein dazustehen und das Telefon klingelte dann sicherlich auch nicht im Minutentakt. Wie bist du mit dieser Situation vor rund einem halben Jahr persönlich umgegangen? Wer hat dir da geholfen? Ich muss sagen, eigentlich relativ entspannt. Das war vielleicht auch das, was mir so, wenn ich da zurückblicke, irgendwo ein bisschen geholfen hat, das Ganze nicht so an mich ranzulassen. Ich habe das nie so, ja, so als so schlimm empfunden. Durch das Studium, das ich noch mache, habe ich mich dann eigentlich darauf eingestellt, dass ich halt jetzt dann mein Studium so hauptberuflich dann quasi fortführe und ich
spiele ja Fußball, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich hier groß Geld verdienen muss oder das so wichtig ist in meinem Leben. Ich spiele es einfach nur, weil es mir Freude bereitet und ich hätte auch in der Verbandsliga dann spielen können. Ich habe halt abgewartet, ob irgendein Verein kommt, der mir wirklich so das gibt, dass ich sage, wow, das muss ich machen. Und das kam ja dann zum Glück noch. Dresden, der Anruf hat schon bei dir so einen Kick ausgelöst, wo du gesagt hast, dort mal zu spielen, ist, glaube ich, nicht ganz schlecht. Absolut. Ich habe im Sommer, ja im Mai, schon mal einen Kontakt hierher gehabt durch meinen Berater. Und das war dann auf jeden Fall so ein Verein, wo ich sofort zugesagt hätte. Du hast das Studium schon erwähnt. Du studierst Betriebswirtschaft. Soll es nach dem Studium in die Richtung gehen, also eher Marketing, eher Controlling oder doch nochmal Pilot? Weil ich habe gelesen, in der Jugend wolltest du auch mal Pilot werden. Ja, ist richtig. Wo es mal hingehen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Für das muss ich erstmal schauen, dass ich das Studium auch durchziehen kann. Das war ja jetzt nicht so einfach. Und aber ja, ob es dann nochmal Pilot wird, ist schon irgendwo noch so ein Traum, dass man mal selber fliegt. Aber ob es dann der Beruf Pilot wird oder doch nur ein Hobbypilot, das muss man mal schauen. Aber es war schon so, dass ich, als ich aus der Jugend rauskam, so die Richtung Bundeswehr und Pilotenausbildung ins Auge gefasst habe. Ich bringe mal jetzt einen ganz platten Spruch. Es wäre ja auch ganz schön, wenn es mit Dynamo den Höhenflug weitergibt, genau, und der fortgesetzt werden kann. Was reizt dich so sehr am Fliegen? Ich weiß nicht, mich fasziniert es einfach, dass so ein Riesenvogel da durch die Technik, dass das funktioniert, da oben zu bleiben, und ja, macht einfach Spaß. Sportlich habe ich gelesen, neben Fußball, Fußballer machen ja auch immer noch gerne andere Sportarten im Winter. Klar, als Bayer muss man Skifahren. Und im Sommer so ein bisschen Beachvolleyball? Ja, genau. Und das ist so eigentlich mein Ausgleich dann in der Pause, dass ich mal mit Kumpels an dem See oder auch im Freibad dann Beachvolleyball spiele und im Winter gerne mal in die Berge fahre zum Skifahren. Schaust du hier in Dresden damit dann auch gerne mal beim Volleyball vorbei, bei den Volleyballerinnen vom DSC? Da bist du auch schon mal gesehen worden. Auf jeden Fall. Schauen wir oft zu 4, zu 5 mal hin und macht auf jeden Fall Spaß, den Mädels zuzusehen. Sind ja recht erfolgreich, was man so mitbekommt. Und ja. Patrick, wer ist denn derjenige, mit dem du am meisten über dich, über den Fußball redest? Das war wahrscheinlich mein Papa. Schon auch die Mama, mit der ich natürlich durch das, dass die am meisten zu Hause ist, am meisten Kontakt habe. Aber die fußballerischen Themen, die bespreche ich dann doch eher mit meinem Papa noch. Regensburg, eine lange Zeit gewesen für dich, da haben wir ja schon gerade ein bisschen drüber geredet. Wird das Regensburg-Spiel, was ja dann in 4 Wochen ansteht, ein spezielles, ein besonderes? Ja, absolut. Es war ja, der Zufall wollte so, dass das mein erstes Spiel für Dynamo im Kader sein sollte im September. Und es ist natürlich immer ein Verein, bei dem ich groß geworden bin und mit dem er immer ein bisschen mitfiebert noch. Aber wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, weil wir nichts herzuschenken haben, und dementsprechend ist es schon trotzdem ein besonderes Spiel, gegen die alten Kollegen zu spielen. Wobei so viele ja da nicht mehr da sind mittlerweile. Das stimmt. Jetzt ist ja mit Jimmy Müller, ein ehemaliger Teamkollege von dir, auch nach Dresden gewechselt. Der hat dich ja sicherlich angerufen. Was hast du denn erzählt von den fußballverrückten Schwarz-Gelben hier in Sachsen, als er dich nach Dresden gefragt hat? Ich weiß es gar nicht. Ich habe, glaube ich, einfach nur geschwärmt über das Ganze drumherum und die Fans und das Umfeld, was das hier für eine Begeisterung mit dem Fußball und Dynamo hier auf sich hat. Aber ich glaube, er wusste selber schon Bescheid, weil wir haben ja gemeinsam hier zweite Liga noch in Dresden gegen Dynamo gespielt. Und ich glaube, für jeden Fußballer ist das so ein Highlight-Spiel, hier in Dresden spielen zu dürfen. Und ja, dementsprechend musste ich ihn gar nicht so groß überzeugen, hierher zu kommen. Es gibt ja eine relativ große bayerische Fraktion
Jetzt bei Dynamo ist Bayerisch jetzt schon die zweite Landessprache bei euch in der Kabine? Gut, der Jimmy ist ja ein Franke, der ein bisschen fränkelt. Ich bin dann doch durch das Niederbayerische ein bisschen bayerischer angehaucht und verstehe mich da mit dem Quirin und dem Hefe zumindest sprachlich ein bisschen besser. Aber wir versuchen schon so zu reden, dass uns die anderen auch verstehen. Und Sächsisch? Kann ich nicht. Außer das Wort nu, das habe ich mittlerweile so ein bisschen. Ich glaube, das ist die erste Vokabel, die jeder so ein Ja. bisschen lernt und lernen muss. Weil du jetzt auch Dresden erwähnt hast, was magst du hier in der Stadt am meisten? Gibt es irgendwelche Plätze, wo du dich gerne aufhältst? Wie Ja, fasst du ich das Studium hier auf? bin eigentlich gern so in der Altstadt. Das finde ich richtig schön dort mit der Frauenkirche und den ganzen Sehenswürdigkeiten. Ich finde es eine super schöne Stadt, aber auch die andere Facette in der Neustadt, wo du einfach alle verschiedenen Schichten der Gesellschaft so antriffst und da mal abends was essen zu gehen, das macht schon auch Spaß. Patrick, zum Schluss, bevor wir noch eine kleine kurze Fragerunde machen, wie sieht eigentlich der perfekte Tag in deinem Leben ohne Fußball aus? Oh, ist schwierig. Ich bin eigentlich sehr gern mit meinen Kumpels unterwegs. Sollte die Sonne scheinen an dem Tag, sollte warm sein. Ich bin dann doch eher das Sommerkind, der gern aber auf jeden Fall unter Leuten ist und da ein bisschen Spaß hat. Super. Dann machen wir jetzt noch so einen kleinen, kurzen Test, entweder oder und vielleicht eine kurze Begründung, warum du dich so entschieden hast. Fangen wir an, Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Zwischendrin. Also weder noch. Ich bin jetzt keiner, der um 6 Uhr morgens auf der Matte steht, aber ausschlafen bis 11, 12 ist auch nicht drin. Also ich bin dann schon meistens so um 8, spätestens 9 Uhr wach. Blondine oder Brünette? Habe ich auch keinen Typ. Keinen bestimmten. Okay. Also Katze oder Hund? Katze. Okay. Selbst Tierbesitzer? Nein, aber mein Opa hatte eine Katze schon immer und mit der bin ich groß geworden und deswegen, ja, Katze. Fahrrad oder Auto? Momentan gar nichts von beiden, aber im Sommer dann doch eher der Vespa-Roller. Okay. Kino oder DVD? Kino. Gibt es aktuell einen Film, den du empfehlen kannst oder den du zuletzt ge... Nee, aber ich habe vor, eventuell heute sogar noch ins Kino zu gehen und den Taken 3 anzuschauen. Okay. Bayern oder Sachsen? Bayern. Klar. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Ganz schnell aus der Pistole geschossen, weil der Schokoladenfan bin ich nicht und ich mag dann eher das Fruchtige und Saure und das mir lieber. Schlager oder Black Music? Kommt auf den Anlass drauf an. Also ich höre auch mal so Stimmungsmusik, aber auch Black Music. Dann sind wir beim Thema Singen oder Tanzen. Auch beides. Bei beiden talentiert? Das weiß ich nicht, das sollen andere beurteilen, aber ich mache beides jo gerne und auch so gemeinsam, wenn man mal abends unterwegs ist. In der Tanzschule richtig gewesen? Musste ich mal wegen dem Abschlussball in der Schule, aber so nicht. Klar. Facebook oder Instagram? Beides. Aber gibt es eine Präferenz oder Vorliebe oder sagst du, nö, kümmerst dich eigentlich um beide soziale Netzwerke? Ja, momentan vielleicht ein bisschen mehr Instagram, weil es doch ein bisschen aktueller ist und neuer. Aber Facebook bin ich schon auch noch aktiv. Und zum Schluss, das müsstest du dann vielleicht auch noch ein bisschen erklären, Duld oder Gäubodenfest? Gäubodenfest. Kannst du, das sind so quasi die Schwestern des Oktoberfests, richtig? Also sowas, Richtig, richtig. die kleinen Schwestern quasi. Ja, es gibt ja die Regensburger Duld, die ist nicht so groß und ist meiner Meinung nach auch nicht so
traditionell. Und das Gäubodenfest in Straubing, das ist dann schon sehr traditionell und ich gehe da gern mal hin. Aber du bist da auch gut ausgestattet, was Lederhose und allem drum und dran betrifft. Ich habe 4 Lederhosen und habe den Henry auch ausgestattet, als wir mal einen Ausflug gemacht haben aufs Oktoberfest. Und dementsprechend bin ich da, glaube ich, schon sehr professionell ausgestattet. Okay, also Oktoberfest-Neulinge können immer sich an Patrick Wiegers wenden. Danke dir fürs Gespräch. Danke, ich wünsche dir, ich wünsche der gesamten Mannschaft eine richtig klasse Restrückrunde, viele Emotionen, viele schöne, spannende Spiele in der dritten Liga und natürlich auch im Pokal dann gegen Borussia Dortmund. Macht uns weiterhin so viel Spaß und du hältst am besten deinen Kasten rein. Danke dir, Patrick. Danke.